Corona, Kinder in der Krise. Eine Mutter erzählt, ihr Sohn bekommt einen Tobsuchtsanfall nach dem anderen und sie weiß gar nicht, wie sie damit umgehen soll. So kennt sie ihn gar nicht. Darüber möchte ich sprechen mit Professor Dr. Oliver Kratz von der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Kinder in der Krise und wie man diese Krise übersteht. Lieber Kratz, die Geschichte der kleinen Emma, das ist ja nur eine Geschichte von abertausenden Geschichten, in denen Kindern in der Corona-Krise unter emotionalen Druck geraten, entweder stiller werden oder Tobsuchtsanfälle bekommen oder vielleicht sogar manchmal verzweifeln. In dem Verzweifeln, das mögen besonders harte Fälle sein, Ausnahmefälle, vermutlich und hoffentlich. Aber gibt es wissenschaftliche Erkenntnisse, woran Kinder in Krisenzeiten besonders schnell scheitern oder auch, wie sie Krisen besonders gut meistern können? Es gibt Erkenntnisse, dass Kinder dann scheitern, wenn die Bezugspersonen scheitern, respektive wenn die Bezugspersonen nicht in der Lage sind, sozusagen diese Stabilität zu geben. Ansonsten sind Kinder mindestens genauso stark, Krisen zu überwinden, aber sie brauchen eben diese Orientierung. Beim Meistern, sozusagen das positive Gegenstück, ist es so, dass Kinder erstmal die Krise vielleicht gar nicht so schwer nehmen, aber sie schauen sich wiederum ihre erwachsenen Bezugspersonen an und wenn die zunehmend ratlos, gereizt, irritiert, aggressiv werden, dann merken sie natürlich, hier ist irgendwas im Busch und dann wird dieser sozusagen Unruhereflex sich auch auf die Kinder übertragen. Jugendliche sind schon eher in der Lage, sich vielleicht auch ein eigenes Bild zu machen, aber wir reden ja speziell von jüngeren Kindern in dem Fall. Da ist sehr wichtig, was die Erwachsenen ihnen auch vorleben. Kommen wir zur aktuellen Corona-Krise und zu Ihren Erkenntnissen und Erfahrungen aus der wissenschaftlichen Arbeit. Kann man schon irgendwas erkennen an Trends oder Entwicklungen, wie Kinder in dieser besonderen Zeit aktuell auf dieses Phänomen, das doch für uns alle vollkommen neu ist, reagieren? Also es gibt ganz, ganz zarte Ansätze von der wissenschaftlichen Arbeit. Hier muss man sich vorsichtig äußern, weil die Erkenntnisse noch nicht so fixiert sind. Es gibt erste Studien, bemerkenswerterweise aus China. Da ist ja auch das Phänomen sozusagen schon am längsten vorhanden. Also es gibt ein deutliches Ansteigen psychischer Symptome, wie zum Beispiel Angst und Beunruhigung, wobei ich hier stark unterscheiden möchte zwischen Symptomen und Erkrankungen oder Störungen. Das heißt, wir haben eine normale Reaktion auf eine Belastung und die verteilt sich auf die Bevölkerung auch sozusagen ungleichmäßig. So sind zum Beispiel Menschen, die sich in der Risikogruppe wenden, nachvollziehbarerweise beunruhigter. Ja? Und interessanterweise in diesen Studien haben sich auch gezeigt, dass Frauen etwas sensibler auf die Krise reagieren, vielleicht weil sie sich auch mehr um Strukturen innerhalb der Familie Sorgen machen. Das ist eine Spekulation. Und zur Situation der Kinder im engeren Sinne gibt es noch keine sicheren Erkenntnisse. Es laufen aber aktuell Studien, die sich insbesondere auf diese Lockdown-Situation in Deutschland beziehen, weil der größte Veränderungspunkt für Kinder ist ja nicht, dass viele Kinder krank geworden sind, sondern dass die Kinder in ihrem Alltagsvollzug massiv eingeschränkt sind. Kinder haben nicht mehr die Möglichkeit, ihre Gleichaltrigen zu sehen, jedenfalls in den letzten Wochen, wie sie das gewohnt waren, und das beunruhigt sie sehr. Aber wissenschaftlich fixiert ist diese Erkenntnis noch nicht. Ich habe selber Enkel und Enkelinnen und ich war ziemlich erstaunt, wie vernünftig die einigen mit dieser Krise umgehen. Dann nimmt die Enkelin die Maske und sagt, Opa, das geht schon gut so. Und geht selbstverständlich mit Maske hin und hält den Abstand ein. Wie ist das zu beurteilen? Die Kinder sind
klüger, als man denkt. Sie verstehen sehr wohl, was hier geboten ist, wenn wir jetzt an die Maskenpflicht zum Beispiel in der Öffentlichkeit, im Schulweg, beim Einkaufen oder auch teilweise in der Schule denken. Ja? Sie finden das nicht gut unbedingt, aber sie halten das ein. Ich habe Kinder kennengelernt, die sogar in der, sozusagen in der Ausübung dieser Sicherheitsempfehlungen so streng sind, dass sie ihren Eltern und ihren Großeltern auch mitgeteilt haben, nein, ich umarme dich jetzt nicht, das darf man nicht, selbst mit Maske, weil du gehörst zur Risikogruppe. Das kommt jetzt bei Großeltern so durchwachsen manchmal an. Das heißt auch ein Zeichen dafür, dass die Kinder sehr gut mit diesen Krisen auch umgehen können. Eine andere Frage ist, wir Erwachsene haben die Möglichkeit, Social Distancing zu überwinden durch digitale Kommunikation. Ist das für Kinder und Jugendliche auch eine Ersatzkommunikation, die wichtiger geworden ist? Es ist eine Krücke, wobei man muss noch mal unterscheiden, nicht alle Erwachsene haben diese Möglichkeit. Man muss auch mit dieser Spielart schon vielleicht doch vor dem März vertraut gewesen sein. So einfach ist es nicht. Die entsprechende Ausstattung muss auch in den Haushalten vorhanden sein. Jugendliche und junge Erwachsene kommen naturgemäß mit dieser neuen Kommunikations- und Beziehungsform am besten zurecht. Kinder lernen sehr schnell, wobei diese Form von Kommunikation keine echte Alternative darstellt auf längere Sicht, wobei wir sprechen ja jetzt erstmal von Erfahrungen über wenige Monate und da ist es natürlich schon eine gute Einrichtung, wo einiges auch kompensiert werden kann an dem, was bisher nicht möglich oder nicht mehr möglich ist durch das Distanzierungsgebot. Da würde ich gerne nochmal anknüpfen dran. Kinder, gerade so die kleineren bis Grundschule, brauchen und nehmen ganz selbstverständlich Umarmungen und Streicheleinheiten, das brauchen sie. Das ist ja schwieriger geworden in diesen Zeiten. Fehlt den Kindern da etwas? Kann das sein, dass diese Art von Vorsicht vor zu viel Nähe, dass das irgendeine langfristige Bedeutung oder für die Entwicklung der Kinder hat? Also das glaube ich nicht. Das kommt jetzt darauf an, wie lange diese aktuellen Restriktionen auch einhalten. Also ein Zeitraum von einigen Monaten sehe ich jetzt hier nicht als problematisch an. Mhm. Wichtig ist natürlich, dass die Kinder, dass die natürlich von ihren primären Bezugspersonen innerhalb der Familie Körperkontakt erhalten sollen. Wir haben schon den Blick von den Kindern auf so die Beziehungsebenen gelenkt. Zu den Erlebniswelten der Kinder gehören die Familien, die Gruppen in der Gesellschaft. Da gibt es eine Fülle von Fragen, wie sozusagen Familienstrukturen sich in der Corona-Krise verändern und was das für Kinder bedeutet. Und für diese Fragen, da würde ich gerne einbeziehen, die Studienleiterin bei Bildung Evangelisch, das ist Frau Renate Abesser, die sich genau mit diesen Fragen, Familienbildung und Kindergartenfortbildung in der Corona-Krise beschäftigt.